Willkommen zum zweiten Teil meiner Competitive Pokémon Showcase Reihe, wie auch immer man es nennen will. Wir machen ein Video, eine Gen pro Video, wollte ich sagen, mit Ausnahme von Gen 4. Die werden wir zusammen mit der dritten Gen zusammen zeigen, von denen habe ich nicht so viele. Jedenfalls Gen 2, wir starten mit X-Bad. Genannt Kells nach Poke-Kells von The Dex, eine sehr, sehr gute Videoreihe auf YouTube. Ja, froh mit Konzentrator. Man könnte auch Schwebedurch nehmen, würde ich schon fast bevorzugen inzwischen. Mit Schwebedurch kann man Subs ignorieren. Aber zu der Zeit hatte ich kein Schwebedurch und Konzentrator ist keine schlechte Fähigkeit, gerade gegen sowas wie Kaskade, Iron Head oder natürlich Mogelhieb. Jedenfalls mit Kehrtwende, um Momentum zu halten, Sturzflug und Giftstreich als Stab und Kreuzschere. Ich weiß nicht, warum ich da immer noch Kreuzschere drauf habe. Es war ursprünglich ein Choice-Band-User, aber ich würde inzwischen nicht mehr mit dem Choice-Band spielen und dann würde ich vermutlich Taunt, bzw. Verhöhner drauflegen. Ja, ansonsten, man hat es früher in einigen von meinen Kämpfen gesehen, es kann gut Damage drücken. Dann haben wir Zuckerwati, mein Ampharos. Mit Donnerwelle, Fokusstoß, Donnerblitz und Drachenpuls. Donnerwelle muss durch Agilität ersetzt werden. Ersetzt es durch Agilität und ihr habt ein brauchbares Mega-Ampharos. Yay! Ansonsten ja, nicht viel zu sagen. Ich habe es unterschätzt damals, als ich benutzt habe, denn Donnerwelle müsste einfach durch Agilität ersetzt werden und dann könnte es gut reinhauen. Dann haben wir Glücksei, mein Azumarill. Ist ein Kraftkoloss-Azumarill, ganz normal mit Wasserdüse, Kraftkoloss-Knuddler und Kaskade. Ich weiß nicht, ob man inzwischen Kraftkoloss durch was anderes ersetzt hat, standardmäßig, aber so hat man es früher zumindest gespielt. Auch hier nicht wirklich viel hinzuzufügen. Dann haben wir Froch. Ich schwöre bei Gott, das offizielle Artwork von Quaxo sieht aus, hat denselben Scheißblick wie dieses dämliche Doge-Meme. Wenn ich gerade denke, euch das hier einzublenden, ich schreib mir das auf. Ich schreib mir das auf. Doge Quaxo. Ich blende euch das hier ein und es sieht einfach so aus. Ja, das ist still. Ich glaube, das hatte ich dann auch mit einer Assault Vest gespielt. Und dann mit Investment in Spezialangriff und Spezialverteidigung. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Auf jeden Fall damit Surfer, Fokusstoß, Psychokinese und Eisstrahl. Quaxo hat viele Movesets, die man darauf spielen kann. Ich weiß, Tim bzw. Fanmade Let's Play hat, glaube ich, 8 verschiedene Quaxos oder so. Es ist ein sehr, sehr vielseitiges Pokémon. Und ich weiß, ich widerspreche mir hier mit Surfer anstelle von Hydropumpe, aber zu dem Entschluss, da Hydropumpe drauf zu spielen, bin ich erst vor kurzer Zeit gekommen. Also Surfer durch Hydropumpe ersetzen und dann ist es ein durchaus brauchbares Pokémon. Dann haben wir Saint Walker. Der Spitzname kommt, wie ich bereits in dem Video, in dem Kampfvideo mit ihm erklärt habe, aus Green Lantern. Vitalglocke, Siedewasser, Voltwechsel und Donnerwelle. Dazu voll auf KP und Spezialverteidigung trainiert. Mit Überrest als Fähigkeit und Voltabsorber. Überrest als Item, Voltabsorber als Fähigkeit, so rum natürlich. Mit der Vitalglocke kann es das Team supporten. Siedewasser und Voltwechsel sind Stab-Moves. Und Donnerwelle kann gegnerische Pokémon krippeln. Toxin ist hier auch eine Möglichkeit anstelle von der Donnerwelle. Aber es ist ein Set, das weit besser funktioniert, als ich erwartet habe. Und ich liebe es, Landhorn zu benutzen. Es ist ein unglaublich cooles Pokémon. Dann haben wir eins der ersten Pokémon, die ich mir gezüchtet habe. Blackquill, mein Gramorx. Und ja, benannt nach Blackquill aus Phoenix Wright. Ja, wie spielt man dieses Pokémon? Erstmal nicht Folterknecht. Folterknecht ist da nur drauf, weil ich's mal in eine Pension gesteckt habe und hat es das mal alleine gelernt. Brave Bird. Brave Bird darauf und dann Schmarotzer, Ruhrort und Toxin. Ursprünglich hatte ich da kein Toxin drauf, sondern Taunt, denn das war zu der Zeit, wo Thunderwave und Swagger so beliebt war. Und es war das einzige, es war der schnellste Taunt-User, der gleichzeitig auch noch Strolch hat. Das bedeutet, es war nur dafür da, um Klefkis und das komische Katzending zu taunten. Mehr sollte es nicht tun. Deswegen ist es doch ziemlich kacke. Aber es ist niedlich. Und dann ist es voll physisch defensiv natürlich. Dann haben wir als nächstes Elizabeth.
benannt nach Queen Elizabeth, denn es ist ein Lashoking und weiblich. Und ich wollte zuerst Lasho Queen nennen, aber dann dachte ich mir, komm, du nennst es nach einer richtigen Königin. Man hat es schon oft gesehen in meinen GPL-Kämpfen. Mäßig, voll auf KP und Spezialangriff trainiert. Und damit eine Offensivweste, um die Spezialverteidigung von 110, die es natürlich hat, also von sich aus hat, zu boosten. Belebekraft halt 33% der Fähigkeit, wenn man es auswechselt. 33% der KP, wenn man es auswechselt. Und ja, Flammenwurf, Eisstrahl, Siedewasser und Psychoschock. Sehr, sehr gute Coverage. Man kann auch Drachenroute drauf spielen, damit kann man den Setup-Sweeper so ein bisschen verarschen. Und es kann viel Schaden machen, es kann unglaublich viel aushalten und ist einfach zu einem meiner absoluten Lieblings-Pokémon geworden, was das Competitive angeht. Dann haben wir Jawbreaker, mein Fostelka. Es ist ein Fostelka. Ich spiele es wetterfest, denn interessanterweise, viele Leute greifen Fostelka gar nicht mit Feuerattacken an, wenn es volle KP hat. Denn jeder denkt, ach, das hat sowieso Sturdy. Nein, meins hat wetterfest. Damit bin ich gegen Spore und so geschützt. Kann man nicht so oft einsetzen, wie ich es gerne wollte, aber da ich sowieso eigentlich kein OU spiele und deswegen Fostelka so gut wie nie dabei habe, hat es einen ganz lustigen Überraschungseffekt. Dann rote Karte, ein Item, was ich sehr unterschätzt finde. Gerade wenn man Sturdy spielt, kann man es in einen Sweeper reinwechseln, der vielleicht schon sein Setup hinter sich hat und denkt, so, jetzt sweep ich das komplette Team kaputt. Und dann zwingst du ihn mit der roten Karte raus. Ansonsten Gyroball, Voltwechsel, Tarnstein und Turbodreher. Keine besondere Überraschung. Dann Nussknacker, mein voll Speed, voll Angriff Cherox, glaube ich. Mit Patronenhieb, Raub, weil es damals noch keinen Abschlag konnte. Schwerttanz und Durchbruch. Ja, man sieht, ich muss die Movesets von vielen meiner Pokémon mal updaten. Aber das meiste davon sind OU-Pokémon und die benutze ich, wie gesagt, sowieso nicht. Deswegen habe ich dazu nie den Grund gesehen. Aber ja, Raub würde man am ehesten durch Abschlag ersetzen und dann Durchbruch vermutlich durch eine Kehrtwende. Dann haben wir Scaraborn. Es hat Hexerplage als Fähigkeit, weil es nur als Mega-Scaraborn gedacht war für einen einzigen Kampf. Nahkampf, Nadelrakete, Erdbeben und Felswurf. Ist einfach, weil es ein Mega-Scaraborn sein sollte. Ist sonst nicht viel zu sagen, zuzusagen. Hat auch keinen Spitznamen bekommen von mir damals, weil ich wollte es nur mal benutzt haben. Achso, Jawbreaker natürlich, das sind diese, ich glaube, die hießen Wunderkugeln oder so. Die heißen auf Englisch Jawbreaker und Nussknacker. Ist ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir Inkling, mein physisches Octillery. Warum hast du es nicht Särgen genannt? Weil ich es nicht Särgen nennen wollte. War Särgen das? Ich glaube, das war Särgen mit dem Octillery. Wenn nicht, bitte nicht schlagen. Froh und Superschütze hat mehr kritische Trefferchance. Und dann Samenbombe, Kaskade, Mülltreffer und Eisstrahl. Ja, es sollte keine spezielle Attacke haben. Ich bin überlegen, Eisstrahl durch Delegator oder sogar Donnerwelle zu ersetzen. Und das Glücksei hat es nur, weil ich es halt noch gelevelt habe. Aber Eisstrahl ist einfach ein guter Coverage-Move, selbst wenn... Also gegen Drachen zum Beispiel, selbst wenn es ein bisschen schwächer wird. Samenbomben und Mülltreffer sind auch reine Coverage-Moves. Samenbomben gegen andere Wasser-Pokémon, Mülltreffer gegen Pflanzen-Pokémon. Und Eisstrahl ja gegen Flug und Drachen. Ansonsten Inkling natürlich gegen Splatoon. Und ich werde auch noch ein Spezielles züchten. Aber das ist jetzt erstmal das eine, das ich habe. Was übrigens mir so geschenkt wurde mit 5 perfekten DVs, allerdings jetzt Level 1 Remoraid, vom lieben Bogdan. Der auf Twitter... Ich weiß, du hast ein Megavolt-Henso als Bild, aber mir fällt dein Twitter-Name gerade nicht ein. Tut mir leid. Dann haben wir Sugshot Doge. Ich liebe Mega-Hundemon. Das ist allerdings ein normales Hundemon, das aus irgendeinem Grund ein Normaljuwel trägt. Finster Aura, Feuersturm, Solarstrahl und Matschbombe. Matschbombe gegen Feen-Pokémon, Solarstrahl. Weil's früher von mir mit Sonntag statt Matschbombe gespielt wurde. Und dann Feuersturm und Finster Aura als Step-Moves. Inzwischen könnte ich mir vorstellen, da tatsächlich es als normales Hundemon zu spielen und dann ein Energiekraut draufzulegen für den Solarstrahl. Aber man könnte es so theoretisch auch als Mega-Hundemann spielen. Und Sugshot Doge, weil Epic Memes.
Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblings-Pokémon, Tusk. Oh, Tusk, hast du mir gute Arbeit geleistet. Dieses Donphan habe ich benutzt in meinem Kampf gegen Presence letzte Woche. Das ist lustig, weil der Kampf findet noch statt, aber ich nehme es im Voraus auf. Haha. Tusk, ich müsste ihm eigentlich noch einen Donphan züchten. Es ist voll auf Angriff und KP trainiert. Donphan hat so einen guten Movepool. Ich spiele das hier jetzt mit Mülltreffer, weil er zwei Feen-Pokémon dabei hat, deswegen auch die Großlinse da drauf. Es ist eigentlich mein physisch-offensives Donphan mit Erdbeben und was auch immer ich brauche. Es könnte Erdbeben, Eissplitter, Samenbomben, Feuerzahn, Mülltreffer, Knuddler, Kopfstoß. Es hat einen absolut genialen Movepool. In diesem Fall Großlinse wegen dem Mülltreffer, weil ich den unbedingt treffen muss. Aber ja, schaut euch auf jeden Fall mal Donphans Moveset an. Tusk, weil das ist der englische Name, das englische Wort für Stoßzahn. Dann haben wir Wheelie, weil es nach einem Donphan ist eine Mischung aus einem Autoreifen und einem Elefantentier. Das ist mein physisch defensives mit Erdbeben, Felsgrab, Turbodreher und Tarnsteine. Felsgrab kann man sehr gut drauf spielen tatsächlich, um schnelle Pokémon zu verlangsamen. Turbodreher, um die Dinge zu entfernen. Tarnsteine, um die Dinge rauszulegen. Tarnsteine natürlich. Und Erdbeben als Step-Move. Man kann es sehr variieren von den Items her, von den Stats her, von den Attacken her. Danke, Kopf. Man könnte zum Beispiel Toxin drauf spielen, aber ja, das spiele ich so ganz gerne. Tusk würde ich für gewöhnlich mit Choice Band spielen und Wheelie mit einer Zitrobeere oder Überreste. Beulenhelm geht natürlich auch. Dann haben wir Ducky, mein Porygon 2. Mäßig Fährte, um die Chance, um die Fähigkeit vom Gegner zu kopieren. Man könnte auch Download drauf haben, um die Chance zu haben, den eigenen Angriff, den Spezialangriff zu erhöhen. Item wäre Evolit und dann Genesung, Triplette, Donnerstrahl. Donnerstrahl und Eisblitz. Ich sollte nicht mehr aufnehmen hiernach. Donnerblitz und Eisstrahl. Coverage Moves, ja. Es ist ein zackiges Monster. Das ist es einfach. Es ist ein unglaublich gutes Pokémon. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann haben wir das allererste Pokémon, das ich jemals competitive gezüchtet habe. Utility Belt, mein Farbigel. Benannt nach dem Mehrzweckgürtel von Batman. Denn es ist sowas wie ein Mehrzweckgürtel. Es kann alles. Pilzspore, Königsschild, Abgangsmund und Klebenetz. Man merkt, es war das erste Pokémon, das ich gezüchtet habe. Ich würde eher Tarnsteine, Pilzspure, Taunt und Königsschild oder so drauf spielen. Denn das ist schon... Man kann es so spielen, aber ich würde es nicht tun. Und dann Froh einfach als schnelles Pokémon und Tempomacher war gegen Swagger. Als Item dann natürlich den Fokus Gurt und dann wird es einfach immer als Lead benutzt. Und dann haben wir jetzt letztes Pokémon, Bazinga. Das war das erste, was mir damals eingefallen ist, als ich Despotar gesehen habe und ich dem Spitznamen geben musste. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist ein physisches Despotar, das die Tarnsteine rauslegen sollte damals, weil es damals nicht besonders viele Tarnsteine-Pokémon gab. Das war, glaube ich, noch vor dem Release von Pokébank. Und dann halt Knirscher, Erdbeben, Tarnsteine, Steinhagel mit einem harten Wesen. Als Item... Ich weiß nicht, was ich dem geben würde, so spontan. In einem Sandsturm-Team auf jeden Fall Glattbrocken und sonst Life Orb, was auch immer ihr darauf spielen wollt. So, dann war es aber immer nur 14 Minuten lang, dieses Video. Yay. Das sind alle meine Gen 2 Mons. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ich euch zu abonnieren, zu kommentieren und gut zu bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.